Herzlich willkommen bei Leben mit der Energiewende TV. Heute aus Essen von der eWorld 2015, die Leitmesse für die Produktion von Energie und den Verbrauch. Wir wollen Ihnen heute ein wenig zeigen, was sind die neuesten Trends, was gibt es für Entwicklungen. Uns interessiert natürlich die Energiewende, Smart Grid, Energieeffizienz ist das große Thema der Messe. Aber angefangen hat die Messe mit einer Pressekonferenz. Dort befindet sich der Umweltminister, der Wirtschaftsminister und die Chefin des Verbandes der konventionellen Energiewirtschaft. Und in diese Pressekonferenz wollen wir jetzt mal reingehen. Bundesregierung hat im Rahmen des Grünbuchprozesses eine Bewertung vorgenommen des KWK-Ausbaus. Normalerweise sind Pressekonferenzen für Journalisten das Schlimmste, was man ihnen antun kann. Es werden Statements abgelassen, man kann dazu nichts sagen, vielleicht mal eine Frage stellen. Und der Informationsgehalt ist sehr, sehr gering. Heute war hier die Eröffnungspressekonferenz auf der eWorld und ich fand es diesmal ein bisschen anders, weil man muss ja so ein bisschen atmosphärisch auch mal gucken und da hat man heute sehr viel erfahren. Zum Beispiel der hier gerade vortragende Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen hat sich eindeutig für den Aufbau von Kapazitäten der konventionellen Kraftwerke ausgesprochen. Den Ausschnitt hören wir uns mal kurz an. Also um das zu konkretisieren, müssen wir erneuerbare Energien mit fossiler Energieerzeugung flankieren. Das werden wir auch langfristig noch tun müssen. Untersuchungen gehen ja davon aus, dass wir, selbst wenn wir vornehmlich auf erneuerbare Energien umgestellt haben, dann noch einen Bedarf für Backup-Kapazitäten von etwa 50.000 Megawatt haben. Und das macht deutlich, gleichzeitiger Ausstieg aus Kernkraft und Kohle ist nicht möglich. Das hat natürlich auch entsprechende Auswirkungen auf die weiteren Debatten. Zum anderen gibt es meines Erachtens aus der aktuell geführten Debatte um das zukünftige Strommarktdesign die Anforderung, dass wir für effiziente und flexible Gas- und Kohlekraftwerke wirklich hinreichend wirtschaftliche Anreize bieten müssen. Die vorgehaltene Leistung braucht einen angemessenen Preis. So wird es also gesagt, wir brauchen Versorgungssicherheit, wir brauchen neue konventionelle Kraftwerke, damit wir auch in Zukunft genug Strom haben. Und dann kommt immer so die Aussage, gleichzeitiger Ausstieg von Kohle und Atom geht nicht. Hat auch niemand gefordert, aber es wird als Argumentation benutzt. Schon interessant, da geht es auch weniger um die kleinen Gaskraftwerke, sondern es geht schon um größere Kraftwerke, die man dann in Zukunft auch noch bauen will. Die Frage ist nur, wie will Deutschland überhaupt seine Klimaschutzziele erreichen, wenn man jetzt auch noch über den Ausbau von konventionellen Kraftwerken nachdenkt? Nächster Punkt in der Agenda der Pressekonferenz war Frau Müller. Frau Müller ist die Chefin des Verbandes der konventionellen Energiewirtschaft. Und auch da hat man ganz konkrete Wünsche und treibt das voran. Als allererstes möchte man große Stromtrassen von Nord nach Süd haben, weil die Kernkraftwerke gehen vom Netz, wir brauchen eine Stromversorgung. Und die möchte die große Energiewirtschaft natürlich mit den Kapazitäten der Offshore-Kraftwerke bedienen und das Ganze nach Süden transportieren. Also so dezentrale Energiewende, das führt man zwar so mit im Sprachgebrauch mit, aber eigentlich große Trassen für große Windräder der großen Konzerne. Dazu jetzt Frau Müller. Alle Akteure wissen, die bestehenden Trassen reichen nicht aus für die Ziele der Energiewende. Und zum Beispiel neue Offshore-Windenergieanlagen Nord- und Ostsee mit den Verbrauchszentren im Süden und Westen zu verbinden. Für den Erfolg der Energiewende braucht es hier dringend politische Rückendeckung. Wie der notwendige Netzausbau aber derzeit von einigen Akteuren kommuniziert wird, macht mir große Sorge. Das Energieleitungsausbaugesetz, das wissen Sie, ist mit großer Mehrheit beschlossen worden. Aber mit bestaunlicher Beharrlichkeit wird das ignoriert nach wie vor in der Politik. Sorge Nummer 1 von Frau Müller, wir brauchen also mehr Stromleitungen statt dezentraler Energiewende. Aber Frau Müller greift nochmal in ihre Trickkiste. Das Ganze reicht natürlich nicht aus. Auch an die konventionelle Energiewirtschaft denkt sie, denn sie möchte jetzt Subventionen haben für den alten Kraftwerkspark, der leider nicht mehr wirtschaftlich ist, zum Teil abgeschaltet werden könnte. Aber um die überhaupt noch irgendwie am Netz halten zu können, dafür möchte Frau Müller jetzt Geld vom Steuerzahler haben.
48 Kraftwerksblöcke sind zur Stilllegung angemeldet. Es gibt also akuten Handlungsbedarf, hier Perspektiven für den wirtschaftlichen Betrieb von Kraftwerken zu schaffen. Das ist jetzt akut anstehen und langfristig steht die Frage an, welchen Preis Versorgungssicherheit denn hat in diesem Land und wie das diskutiert werden wird. Wie gesagt, die Bundesregierung muss vorlegen. Sie kritisiert die Konzepte anderer. Dann erwarte ich, dass hier klare Konzepte von Seiten der Bundesregierung auf den Tisch kommen. Dann können wir gerne auch darüber diskutieren. Vielen Dank. Dort saß der Umweltminister von Nordrhein-Westfalen, der musste sich das alles anhören. Der hat mir wirklich so ein bisschen leid getan und ich wollte von ihm jetzt eigentlich wissen, was er dazu sagt. Als ich ihn interviewt habe, gab es gleich eine ganz große faustdicke Überraschung für mich. Er ist nämlich Zuschauer von Leben mit der Energiewende TV und das hat er mir auch gleich erzählt. Jetzt kommt das Allerschönste, ich will den Umweltminister interviewen und der kennt mich. Also zumindest habe ich Sie auf Facebook gesehen. Da waren Sie in einer Anmoderation Ihres neuen Senders und haben ein, ich will sagen, beschränktes Auditorium versucht zum Applaudieren und zum lauten Applaus zu animieren. Ja, es war am Anfang ein bisschen schwerfällig, so ein Auditorium von, ich sag mal, 20 Herren waren es größtenteils mittleren bis älteren Alters, die in Bewegung sind. Aber sie haben es geschafft am Ende. Ja. Das war die Speichersendung vom letzten Donnerstag. Genau, sie sind genau, super top aktuell. Okay, ja, wir bemühen uns, die Energiewende so ein bisschen den Bürgern näher zu bringen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt bei der Pressekonferenz, wie Sie sich als Umweltminister da persönlich gefühlt haben. Der Wirtschaftsminister verlangt den Ausbau konventioneller Kraftwerke und Frau Müller verlangt Subventionen dafür. Das habe ich so nicht verstanden. Mit dem Wirtschaftsminister, dem Amtskollegen, sind wir uns einig, dass wir im Rahmen der Gestaltung des Strommarktes zunächst die Flexibilitätsoptionen marktgängig machen, das heißt Lastmanagement, andere Fragen, wie denn erneuerbare Energien, aber auch konventionelle Energien flexibler werden können mit Speicherlösungen, dass wir da Märkte gestalten müssen. Und dann natürlich, da sind wir uns auch einig, dass wir in besonderer Weise Nordrhein-Westfalen als Standort zu berücksichtigen haben, dass wir hier eine industrielle Produktion haben, die eine Versorgungssicherheit braucht und dass wir hier über ein Instrument eines Reservemechanismus, aber marktlich gestaltet, die Zukunft erreichen wollen. Bin auch mit dem Wirtschaftsminister nicht auseinander, wenn es darum geht, zu beschreiben, dass wir Genehmigungen bei den Kraftwerken, die 2006, 7, 8, 10 ans Netz gegangen sind, haben und Laufzeiten, die über 30, 40 Jahre und länger gehen. Also, dass wir noch länger auch mit konventioneller fossiler Energie arbeiten werden, das ist für mich gar keine Frage. Für mich ist die Frage, wie wir Investitionen in das neue System, in Speicher, in Energieeffizienz, in erneuerbare Energien, in sozusagen ein funktionierendes Erneuerbarsystem auf den Weg kriegen. Das ist für mich die entscheidende Frage. Und da ist es natürlich notwendig, dass wir auch alte Kapazitäten, ineffiziente Kapazitäten vom Netz gehen lassen, um Platz für neue zu schaffen. Sie haben ja von Klimaschutzzielen gesprochen, aber wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen, dann kommt der Neubau von Braunkohlekraftwerken ja gar nicht mehr in Frage. Das habe ich auch gar nicht gesagt, aber wir brauchen... Aber der Wirtschaftsminister hat... Das habe ich so nicht verstanden. Das ist auch nicht Absicht der Landesregierung. Wir haben genehmigte Braunkohletagebaue bis 2045 und es gibt ja erst ein Braunkohlekraftwerk, das 2012 ans Netz gegangen ist in Neurath. Da gehen wir mal davon aus, dass das noch mindestens 40 Jahre läuft. Wenn man mehr Versorgungssicherheit über 2020 hinaus haben will, es hat ja auch niemand gefordert, dass die Kernenergie und die Kohlekraft gleichzeitig abgeschaltet werden wird, dann kann man eigentlich sagen, wir beschleunigen den Ausbau der Energiewende. Das muss absolut passieren. Wir brauchen die Investitionen, aber das ist nicht nur eine Investition in eine erneuerbare Energienanlage, Wind oder Sonne, sondern wir brauchen das, was dazwischen ist. Netze, Speicher, also ein komplettes anderes System, was auf Dezentralität hin orientiert. Und das muss auch marktwirtschaftlich begleitet und gestaltet werden. Und das fehlt im Moment. Und deshalb braucht es hier Initiativen, die das politisch gestalten. Frau Müller hat ja gesagt, wir brauchen von oben Nord nach Süd dicke Netze. Sie reden von Dezentralität. Frau Müller möchte für einen gewissen Kraftwerkspark staatliche Subventionen haben. Kommt das in die Tüte?
Also der Bundeswirtschaftsminister hat Hartz IV für Kraftwerke abgelehnt, dem kann ich mich nur anschließen. Aber den Netzausbau in der Tat, den brauchen wir. Netzausbau ist entscheidend, um den Strom, der wo immer in der Republik ist, überall hin zu transportieren. Und da haben wir unabhängig von der Energiewende sowieso einen Bedarf, unter Wettbewerbsgründen das auszubauen. Gar keine Frage. Soweit mein neuer Lieblingsumweltminister. Dankeschön. Tschüss. Ja, klar, auch dabei Vattenfall. Unsere Spezialfreunde, die die Lausitz abbackern wollen und machen die Reklame mit Windkraft bei Vattenfall. Also vom Braunkohletagebau hier auf der eWorld 2015 keine Spur. Ich bin bei B&W Energy, Freunde unseres Hauses, weil die haben auch schon mal einen Film Leben mit der Energiewende im Kino gezeigt. War eine tolle Filmvorführung damals. Wie läuft denn die Energiewende in Nordrhein-Westfalen im Moment? Ja, eigentlich immer besser in den letzten 2 Jahren. Jetzt kommt das Denken der Leute in die Köpfe so langsam rein. Also es war ja der Tenor, ich bekomme nichts mehr für die Einspeisevergütung. Theoretisch bräuchten wir sie gar nicht mehr. Ich spare ja doch viel mehr, wenn ich den Strom selber erzeuge und selber bei mir im Haus oder Firma oder sonstiges verbrauche. Und dieses kommt nach und nach jetzt in den Köpfen der Leute. Das heißt, die Anfrage steigt da wieder, auch sei es im privaten Bereich oder auch bei dem Kleingewerbe. Aber bei Photovoltaik ist das ja total zurückgegangen. Also Wind geht noch, aber Photovoltaik ist ja total zusammengebrochen. Aber das ist ja wieder im Kommen und meiner Meinung nach ist die Photovoltaik genauso wie Wind gar nicht mehr aufzuhalten zum Thema Energiewende. Und wenn wir viele kleine dezentrale Kraftwerke haben, somit entlasten wir auch die Netze und brauchen keine teuren neuen Trassen. Ja. Sie machen die Reklame mit Strom für unter 10 Cent die Kilowattstunde. Was können Sie denn als B&W Energy im Moment verkaufen? Wir verkaufen eigentlich komplett durchgeplante Photovoltaikanlagen für den Eigenverbrauch. Unter 10 Cent, das sind hier Beispiele für die Industrie, die ja auch tagsüber einen enormen Stromverbrauch haben. Und danach legen wir die Anlage aus. Man hat ja vor 5 Jahren jede Ecke des Daches ausgenutzt. Heute geht man dorthin und passt die Anlage dem Verbrauch an, um einen hohen Eigenverbrauch zu erzielen. Somit können die Kunden den Strom selber für unter 10 Cent produzieren und müssen nicht für 15, 16 Cent beim Netzbetreiber teuer einkaufen. Somit hat dort der Gewerbetreibende natürlich die Möglichkeit, seine Kosten, die fixen Kosten zu reduzieren und bleibt natürlich am Markt wettbewerbsfähig, weil er halt die Energiekosten, die teuren Energiekosten nicht auf sein Produkt umschlagen muss. Wer ist denn der typische Kunde bei B&W? Ist das hauptsächlich der Häuslebauer oder auch zunehmend kleinere Betriebe? Kleinere Betriebe, der normale Häuslebauer, was auch immer mehr und mehr in den Fokus kommt, die ja teilweise schon 28 Cent für die Kilowattstunde zahlen und da kann ich sie für 12 Cent selber produzieren. Und mit einem intelligenten Management kann ich dementsprechend natürlich meinen Eigenverbrauch auch noch steigern oder mit einem Speicher. Und das ist sehr, sehr viel gefragt im Moment. Wir haben ja gerade eine Sendung gehabt zur Speicherfrage und manche Kritiker sagen, Speicher lohnt sich gar nicht. Nein, es kommt ja auf die Stromgestehungskosten. Was kostet mich die Kilowattstunde aus meinem kompletten System, sei es nur Photovoltaik oder Photovoltaik mit Speicher? Und wir haben genügend Beispiele, wo wir dort bei Stromgestehungskosten von ca. 18 Cent liegen. Mit Speicher? Mit Speicher. Und für knapp 30 hole ich ihn aus dem Netz? Ja, ungefähr, genau. Sind die 18 Cent denn gerechnet, dass ich irgendwann die Batterien auch mal austauschen muss? Die Batterien haben eine Lebensdauer von ca. 7 Jahren. Und keiner kann die Preise heute absehen, wie sie in 7 Jahren sind. Wenn Sie sich die Handys mal anschauen, wie teuer sie vor 7 Jahren waren und was konnten die und heute. Ne? Wir gehen davon aus, dass die Batterien, wenn man die nach 7 Jahren mal neu kaufen muss, ca. nur noch ein Viertel kosten. Okay. Aber die Preisberechnung ist in den 18 Cent mit drin? Die ist noch nicht mit drin, nein. Okay. Ne? Könnte man dazu rechnen, die Batterie muss ja nicht kaputt sein, um Gottes Willen. Ne? Vielleicht hat sie nicht mehr die 100%ige Leistung, wie sie vielleicht am Anfang hat. Ja. Nun sind Sie am Gemeinschaftsstand von Nordrhein-Westfalen. Ja. Man sagt ja immer, Nordrhein-Westfalen ist in ganz bestimmten Punkten der Energiewende hinten dran. Also der Süden ist viel, viel stärker. Der Wirtschaftsminister hat sich einmal aufgeregt, dass Nordrhein-Westfalen überproportional EEG-Umlage zahlen muss, kann ich nur sagen, selber schuld. Wenn man die Anlagen nicht hat, dann ist das halt so bei der ganzen Geschichte. Wie stellt sich Nordrhein-Westfalen für Sie als Energiewendeland dar?
ist noch viel zu tun. Alleine wenn man mal die A43 durchs Ruhrgebiet fährt, es sind noch so viele, gerade bei den Gewerbetreibenden, Dächer frei. Da gibt es noch viel zu tun und viel zu arbeiten. Und dann werden wir nicht mehr hinten dran stehen mit der NRW. Wenn man jetzt sich das Münsterland anschaut oder sonstiges, dort sind wir natürlich schon weit, weit vorne in Sachen erneuerbaren Energien, sei es Wind, Biogas oder auch die Photovoltaik. Ja? Das heißt, wir bedienen wieder wie vor Jahrzehnten das Ruhrgebiet mit Strom und vor 40 Jahren haben wir sie mit Lebensmitteln bedient, weil wir halt vom Land kommen. Okay. Nun ist NRW, gibt es eine prosperierende Wirtschaft, die Leute haben einigermaßen Geld, also es ist ein reiches Bundesland. Haben Sie eine Theorie, warum NRW trotzdem weiter hinten ist als der Süden Deutschlands? Ja, wir haben ja 17 Millionen Einwohner in NRW und Kategorie Eigenheimbesitzer gibt es ja so viele gar nicht. Gerade in den Ballungszentren sind da doch viele, die zur Miete wohnen. Und ich denke, das spielt auch eine Rolle dort mit. Mhm. Ja, dass der Einfamilienhäuselbauer, wie er vielleicht in Niedersachsen, mehr verbreitet ist oder in Bayern, wie hier in NRW. Wer kommt hier zur Messe her? Wer schaut sich das an? Wer ist hier das Publikum? Also internationales Publikum. Wir hatten eben hier eine Lehrergruppe aus der Türkei, die sich jetzt mit dem Thema beschäftigen. Ich hatte eben noch jemanden aus China da, die natürlich da ganz stark vertreten sind. Wahrscheinlich holen die sich nur Informationen und bauen es danach, wie man es kennt. Kennen wir ja. aber sonst breit gefächert Stadtwerke, die auch über diese Dinge nachdenken. Das heißt, selber Photovoltaikanlagen zu betreiben und den Strom an ihre Kunden dementsprechend weiter zu verkaufen. Lohnt sich ein Messeauftritt für Sie? Hier auf jeden Fall, weil man hier hochqualifizierte Kontakte bekommt. Das ist natürlich immer die Sache, was macht man da raus, aber im letzten Jahr war sie sehr erfolgreich, das war der Grund, dass wir heute hier wieder stehen. Wir haben ja in der Pressekonferenz, die haben wir gerade gezeigt und besucht, ging es unter anderem um die Frage auch, es geht immer um Häuslebesitzer oder die Betriebe, die was machen können, aber das sagte selbst Frau Müller vom Bundesverband der Energiewirtschaft, die armen Mieter, die sind ja bei der Energiewende immer draußen vor. Das wird aber noch ein Thema, Photovoltaik und Speicher auf Miethäusern und die Mieter, die dann auch den Strom günstiger bekommen. Ist möglich. Es gibt zwei Anlagen in NRW, die dieses Strommodell, sag ich es mal, Betreibermodell haben. Ja, es ist möglich. Es ist überhaupt kein Problem. Ja, ich kann ja alle... Da sind sie alle. Alle meine Freunde sind da. Energieagentur Nordrhein-Westfalen. Hallo. Wir reden gleich, ja. Also für es ist möglich, die trauen sich halt nur noch nicht dran, weil es ist eigentlich nur eine Sache der Zählung. Wie zähle ich den Strom? Und das ist technisch überhaupt kein Problem. Mhm. Ja, ich könnte meine Mieter, wenn ich jetzt ein 6-Familienhaus habe oder sonstiges, auch mit Photovoltaikstrom versorgen und die hätten dann auch ihre persönliche Strompreisbremse. Gibt es da Interesse von, merken Sie das, dass Hausverwaltungen sich anfangen dafür zu interessieren? Noch nicht. Wir haben sie schon mal angeregt, darüber nachzudenken. Auch die größeren, die springen da noch nicht auf, aber einige private Hausbesitzer fragen da schon nach. Zum Beispiel haben wir es auch schon öfter gebaut, dass da zumindest die Wärme, sprich die Wärmepumpe, die für das ganze Haus zuständig ist, die über Photovoltaikstrom läuft. Und dadurch sparen die Mieter auch schon. Es ist aber möglich, wird leider zu wenig angefragt, gerade von den größeren Hausverwaltungen, die ja doch einige Immobilien in Betrieb haben oder beziehungsweise da verwalten. Das ist ja auch eine ungerechte Geschichte, denn wenn es Mieterstrom gibt und man kauft das sozusagen von der Hausverwaltung, dann müssen die Mieter, obwohl es Strom vom Dach ist, die volle EEG-Umlage bezahlen. Ja. Da muss einiges wahrscheinlich noch reguliert werden, um diesen Markt richtig aufzumachen. Das wäre nochmal so ein Ansatz, dass man sich dort diese 6,14 Cent sind es ja jetzt, glaube ich, da sparen kann. Es gibt natürlich Betreibermodelle, wo dann die Mieter die Anlage teilmieten können, dann würde das wegfallen. Mhm. Es gibt fertige Modelle dafür, ist aber halt schwierig bei denen durchzusetzen. Letzter Punkt, dann lasse ich Sie auch in Ruhe. Was ganz stark kommt, ist, dass die Energiewende mittlerweile auch über die Wärme gedacht wird. Anfang hieß es ja immer, wir machen Strom. Inzwischen haben wir so viel Strom, dass wir damit eigentlich auch Wärme machen können. Ist so. Und da sind wir auch ganz stark vertreten im Einfamilienhausbereich, dass wir praktisch die Wärmepumpe dort intelligent mit der Photovoltaikanlage vernetzen. Sind wir manchmal zu anspruchsvoll geworden? Jetzt sagen wir, wir haben mal gesagt, 60% Stromautarkie für Eigenversorgung ist schon ganz gut. Inzwischen wollen die Leute alle noch die ganze Wärme damit machen. Ja, richtig. Nee,
Ich habe zum Beispiel bei mir zu Hause selber auch Photovoltaik und eine Wärmepumpe und das funktioniert wunderbar und man merkt es auch deutlich im Portemonnaie. Es ja? Ist halt nur eine Sache der intelligenten Vernetzung. Es ist ja heute alles smart gridfähig, nicht nur ihr schönes Handy, was wir da gerade hatten. Und damit steigere ich natürlich meinen Autarkiegrad. Ja? Ich löse mich praktisch los von Gas und natürlich auch ein weites Stück auch vom Strompreis. Ja. Ich lerne immer mehr Häuslebesitzer kennen, die moderne Häuser haben, die auch ein bisschen gedämmt sind. Und die sagen, letztlich komme ich hin, wenn ich Eigenproduktion nehme, was ich noch vom Netz brauche, Strom, Wärme, 50 Euro im Monat komme ich hin. Ja, ist durchaus machbar. Ja. Gerade bei den KfW 70 Häusern, die ja wirklich nicht viel an Energie benötigen, eben aufgrund ihrer Dämmung oder sonstiges. Aber wir haben ja jetzt mittlerweile auch die Erbengeneration, Kinder der 68er, sag ich mal, die jetzt die Häuser ihrer Eltern bekommen und da natürlich auch Maßnahmen durchführen müssen. Und das kriegen sie mit KfW 70 wahrscheinlich schlecht hin. Aber es gibt ja andere Möglichkeiten halt, nicht nur über Sanierung, Fenster, Keller, Dämmung oder sonstiges. Ich kann es auch wirklich dann mit Wärmepumpe ausstatten und mit Photovoltaik und kann so dementsprechend meine Energiebilanz auch drücken. Ja? In meinem Kinofilm kommt der Kranich Solar aus dem Süden vor. B&W Energy ist sozusagen Kranich Solar für den Süden und wenn sie für den Nordrhein-Westfalen. Und im Prinzip kann sich jeder an Sie wenden. Jeder, gerne. Ja, alles. Wir beraten gerne, weil wir einfach auch dahinter stehen, wie eben schon gesagt, eigentlich nicht mehr aufzuhalten. Und wir helfen den Leuten, Geld zu sparen. Sind Sie in wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommen durch die EEG-Novellierung? Es ist weniger geworden, natürlich. Dementsprechend musste da auch unsere Firma reagieren, indem wir aber dann einfach unser Portfolio erweitert haben. Sprich, dass wir jetzt auch das Thema Wärme betrachten und die E-Mobilität. Ja, E-Carports, Infrastrukturladesäulen, nicht mehr rein den Fokus auf Photovoltaik hatten. Das wollte ich gerade noch sagen. Wir haben hier gerade, Lisa, guck mal, da ist einer. Schwenk mal rüber, Elektroauto oder schneiden wir dazwischen. Das ist ja, glaube ich, nochmal ein anderer Beschleuniger der Energiewende. Absolut. Dass die Leute mittlerweile drauf kommen, ich mache Strom auf dem Dach, ich mache ein bisschen Wärme. Aber so richtig cool finden die Leute, wenn sie mit der selbstproduzierten Energie auch noch fahren können. Genau, da können sie für unter 2,80 Euro 100 Kilometer fahren. Aber selbst wenn ich es aus dem Netz beziehe, sagen wir mal, das Ding braucht 20 Kilowattstunden, ziehe ich es aus dem Netz, fahre ich für 6 Euro pro 100 Kilometer. Auf jeden Fall günstiger wie Benzin oder Diesel und Sie müssen überlegen, ich habe auch keine Probleme mehr mit meinem Cut-Auspuff oder sonstiges, kann nichts kaputt gehen, weil es gar nicht da ist. Also die Erotik merken Sie bei den Kunden? Ja, es kommt immer mehr, die Anfragen, wir haben es auch für die Industrie, viele Carports gebaut, die, die ihren Mitarbeitern dann die Möglichkeit geben, hier bei mir umsonst zu tanken. Ja? Und dann habe ich wirklich die Möglichkeit, wenn ich jetzt, sage ich mal, 20% zu Hause tanke, 80% irgendwo fremd, da komme ich für 2,80 Euro 100 Kilometer weit. Da glaube ich, dass die Elektromobilität dadurch richtig befördert wird, weil die Leute sagen, ich tanke zu Hause mit meiner eigenen Station. Zum Beispiel, ja. Das bieten wir auch komplett an. Da haben wir auch die Lösung für. Und das ist gar nicht mehr so teuer. Das kostet unter 1.000 Euro, sich so eine Ladestation hinzuhängen, ne? Ja, die Ladestation ist nicht das Problem. Die Photovoltaikanlage muss da sein. Die muss da sein. Gut, die kommt ja sowieso. Weil, alles klar. Ich will ja nicht aus dem Netz ziehen. Das ist es. Ja. Wir blenden jetzt Ihre Handynummer ein. Sie können rund um die Uhr auf anrufen, auch nachts und am Wochenende. Und selbstverständlich werden Sie auch zu Hause empfangen, um sich das privat mal anzugucken, wie das funktioniert. Also ab 24 Uhr ist das die Nummer von meinem Kollegen. Ab 24 Uhr von Herrn Schwers, bitte. Da können Sie anrufen. Wir blenden das alles ein. Also jederzeit. Ja. Soll ich Ihre Nummer auch noch einblenden? Ach, das war Ihre Nummer. Also Herr Schwers, kommen Sie. Das ist Herr Schwers, kommen Sie bitte mal her. Was haben Sie denn zu Hause zu stehen? Was können sich unsere Fernsehzuschauer bei Ihnen heute Abend angucken und morgen? Ja, also wenn Sie investieren wollen in erneuerbare Energien, sind Sie bei mir genau richtig. Wir wollen ja nicht wissen, was Sie zu Hause zu stehen haben. Zu Hause? Ja, heute Abend ist erstmal Standparty. Nein, haben Sie Photovoltaikanlage auf dem Dach oder irgendwas? Natürlich habe ich eine. Was haben Sie noch? Haben Sie einen Speicher? Nein, Speicher nicht. Na, warum aber nicht? Oh, das gibt es ja wohl nicht. Kommt noch. Also ich bitte sofort einen Speicher verkaufen. Ja, genau. Der Kollege hat schon Auftrag fertig. Warum haben Sie noch keinen Speicher? Jetzt haben wir jemanden erwischt. Nein, ich habe also gerade erst aktuell eine Photovoltaikanlage bekommen. Okay. Und die anderen Komponenten kommen jetzt nach und nach. Ne? Also ich kriege jetzt eine Wärmepumpe zur Wassererzeugung. Okay. Und dann kommt auch gleichzeitig der Speicher. Achso, das kommt noch. Das kommt noch, ja. Jetzt habe ich gedacht, natürlich. Der kriegt was Neues und kauft keinen Speicher dazu. Nee, habe ich sie erwischt und so weiter. Nein, ja? Was mussten Sie denn investieren?
für den ganzen Kram? Weitaus weniger, als ich mal früher dachte. Okay. Haben Sie mal ausgerechnet, zahlen Sie dann insgesamt, Sie müssen ja die Anlage irgendwie abzahlen oder berechnen, natürlich, weniger als das, was Sie dem Stromversorger und Wärmeversorger geben? Auf jeden Fall, also sonst hätte ich es ja nicht getan. Ne? Also die reine PV-Anlage, mal ganz losgelöst ohne Speicher, amortisiert sich in 8 Jahren. Entschuldigung. Und ja, mit der Speichertechnik also spare ich direkt in jedem Jahr locker 30% der Energiekosten, die ich bisher an den Energieversorger abgeführt habe. 30%? Ja, ja. Gut, ich habe eine relativ kleine Anlage, ist das natürlich dann umso effektiver. Ne? Mhm. Ja. Und mit der richtigen Auslegung funktioniert das natürlich dann optimal. Was haben Sie gemacht? Lithium-Ionen, Bleigel? Nein, habe ich ja noch nicht, bekomme ich ja. Kriegen Sie ja noch. Bekomme ich ja dann. Ja, Lithium-Ionen. Ne? Ja, natürlich. Ne? Ja. So, also, dann können Sie tatsächlich bei Herrn Schwers besichtigen, wie das aufgebaut wird. Genau, er wird Sie gerne mit Kaffee und Kuchen bewirten und das Ganze bei B&W Energy, soweit der Werbespot. Okay, alles klar. Und jetzt geht's weiter auf der E-World. Und natürlich E.ON, der erste große Stromkonzern, der aufgegeben hat, der seinen konventionellen Kraftwerkspark abstößt. 52 Gigawatt konventionelle Leistung will der Konzern loswerden. Nur 4 Gigawatt Wind und Sonne bleiben übrig. Also gigantisch. Über 90% Kapazität des eigenen Kraftwerkparks gibt E.ON ab. Und hier präsentiert man sich möglichst modern, redet hier von Future Energy Solutions. Das heißt also neue Geschäftsfelder. Und ja, das ist der erste Vorgeschmack von dem, was E.ON in Zukunft machen will. Mal sehen, ob es klappt. Das darf natürlich nicht fehlen. Elektromobilität, Elektroautos mit den berühmten Wallboxen. Das ist die Erotik der Energiewende von morgen. Selber Energie auf dem Dach produzieren und den Wagen mit betanken. Haben wir vorhin ja schon im Interview gesagt, das ist eigentlich relativ günstig zu machen. Selbst wenn Sie Netzstrom beziehen und einen Wagen 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht, liegen Sie bei 6 Euro pro 100 Kilometer. Soweit ein kleiner Überblick von der E-World 2015 in Essen. Ich möchte versuchen, ein kleines Fazit zu ziehen. Also, das Ganze ist in Bewegung. Alles bewegt sich Richtung Energiewende hin. Alles versucht, Lösungen zu finden, damit wir das auch managen können, organisieren können. Also daran besteht gar kein Zweifel. Die Pressekonferenz hat uns aber gezeigt, dass die Vertreter von Politik und Wirtschaft noch viel zu sehr an den alten Strukturen festhalten und versuchen, sich da durchzusetzen. Und das bleibt eben der Kampf um die Energiewende. Wir als Bürger müssen dafür sorgen, dass die Energiewende tatsächlich zustande kommt. Und wir müssen dafür kämpfen. Nächste Woche tun wir das wieder im War Room aus Berlin und dann live am Dienstag 19:30 Uhr. Bis dann. Tschüss.